Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. So hin und wieder empfehle ich ja mal ein Buch, ja, und heute habe ich ein rotes Buch dabei. Technologischer Totalitarismus heißt es. Warum empfehle ich das? Das ist doch schon alt, oder? Ja, so alt auch nicht. Eine Debatte herausgegeben von Frank Schermacher, der ist leider vor 5, 6 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Vielleicht hat er sich über das Thema hier genauso aufgeregt wie viele von uns. Technologischer Totalitarismus, das ist ja tatsächlich das Letzte, was wir hier haben wollen, ne? Und ist interessant, wer da alles so mitgeschrieben hat, ne? Also ich klappe mal das Buch einfach auf und lese Ihnen mal den Deckel vor hier. Die Digitalisierung aller Lebensbereiche verändert unsere Gesellschaft ähnlich radikal wie die industrielle Revolution vor 200 Jahren. Internetkonzerne sichern sich die Kontrolle über ganze Branchen. Spähprogramme stellen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung in Frage. Und wenn Google-Chef Eric Schmidt schreibt, das Unternehmen wisse, wo wir sind und könne nicht mehr oder weniger sagen, was wir gerade denken, werden endgültig die düstersten Voraussagen der Science-Fiction Realität. Boah, kann man so stehen lassen, ne? Sieht so aus. Angesichts dieser historischen Herausforderung ergriff Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments damals, im Februar 2014 mit einem kämpferischen Appell in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung das Wort. An der von Schulz initiierten Diskussion beteiligten sich seither zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Der Band enthält die Beiträge dieser längst überfälligen Debatte mit Texten von Matthias Döpfner, Hans-Magnus Enzensberger, Sigmar Gabriel, Sascha Lobo, Evgenci Morozov, Frank Schermacher, Eric Schmidt, Juli C. und vielen anderen. Einige dabei, die im Moment irgendwie in der Versenkung verschwunden sind oder zu sein scheinen, ne? Aber schöne Texte dabei, ne? Wehrt euch von Hans-Magnus Enzensberger. Für Leute, die keine Nerds, Hacker oder Kryptografen sind und die Besseres zu tun haben, als sich stündlich mit den Fallgruben der Digitalisierung zu befassen, gibt es 10 einfache Regeln, wie sie sich ihrer Ausbeutung und Überwachung widersetzen können. Na, könnten wir doch mal mit anfangen, ne? Irgendwelche Apps zum Beispiel deinstallieren. Überflüssige Apps gar nicht erst installieren. Und vor allen Dingen, wir müssen auch deutlich mehr wieder hinkommen zur analogen Kommunikation. Wir wissen ja nicht, wann diese Herrschaften nicht nur beschließen, uns permanent zu überwachen, sondern sie können den ganzen Scheiß ja auch einfach mal abstellen. Also abstellen nicht in dem Sinne, jetzt wirklich einen Schalter zu betätigen, aber man hat ja schon Diskussionen darüber gesehen, ob das nicht so eine Zweiklassengesellschaft im Internet gibt. Also bezüglich Preisgestaltung. Die, die mehr zahlen, kriegen die schnelleren Leitungen und so. Ist ja schon ein bisschen so. Also das nächste Ding ist natürlich jetzt diese grassierende Zensur, mit der wir jetzt aktuell zu tun haben. Das ist genau das Ding hier. Ja, also wer nicht die Freiheit seines Feindes verteidigt, verteidigt auch nicht das Grundgesetz. So ist es gemeint. Wenn jemand herzieht über seltsame Personen, die hier wettern wie die Rohrspatzen, ne, also die sind auf der falschen Seite, ne? Also jedenfalls nicht auf der Seite des Grundgesetzes. Ich muss denen tatsächlich unterstellen, dass sie nicht verstanden haben, was Demokratie ist. Ja. Gestern wieder mal so einen Beitrag gesehen, wo sich Leute lustig machen über Attila Hildmann. Also ich muss ja sagen, seine Wortwahl ist nicht meine, ne? Aber er hat das Recht, sich aufzuregen. Natürlich hat er das. So, ja. So, jetzt muss man nicht über Leute herziehen, ne? So, was weiß ich, Freimaurer, Juden und so weiter. Muss man nicht tun, ne? Sollte man auch nicht tun, weil das sehen wir ja gerade, was mit mir passiert ist, ne? Das sind Leute, die über mich hergefallen und haben mich beschuldigt, ich würde mit Reichsbürgern spazieren gehen oder sowas. Ne? Wie lächerlich ist das? Wie absolut lächerlich ist das? Es sind noch keine Entschuldigungen bei mir eingegangen deswegen. Ne? Komisch. Nee, die
versuchen sich immer noch zu rechtfertigen und sich da rauszuwinden aus diesem Schlamassel. Ne? So zu tun, als ob es irgendeine Grundlage gäbe, auf der man so etwas rechtfertigen könnte. Angriffe auf Personen. Auf der anderen Seite sagen sie, prima, dass ihr zur Demo geht gegen Rassismus. Aber Klassismus, Mobbing, die viel größeren Themen werden komplett übersehen. Dieses Teile- und Herrschespiel der Mächtigen wird komplett übersehen. Und sie stellen sich dann auch noch auf eine Seite und diffamieren und diskreditieren die andere Seite. Das geht einfach nicht. Ne? Und wenn sie dann diese lächerlichen Antifa-Kinder sehen, dann auf irgendwelchen Demos. Wir impfen euch alle, wir impfen euch alle, wir impfen euch alle. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum ihr so gegen uns hetzt. Mein Gott, Leute, passt auf. Ja? Ihr zieht über Minderheiten her, jawohl. Wenn es überhaupt noch eine Minderheit ist, ja. Also diese ganze Lockdown-Politik, die lässt sich nicht mehr rechtfertigen, wenn sie das hier gelesen haben. Stimmt's? Lässt sich sowieso nicht rechtfertigen. Die WHO hat davon längst Abstand genommen und diese Angstmache des Mainstreams ist vorbei. Die werden sich rechtfertigen müssen. Und eigentlich können sie schon mal heute anfangen, sich zu entschuldigen. Das würde doch etwas entschärfen, die ganze Situation. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute. Technologischer Totalitarismus, eine Debatte und herausgegeben von Frank Schermerer. Klare Leseempfehlung. Mach es gut. Tschüss. Meine Damen und Herren, natürlich leben wir in Deutschland nicht in Zeiten, wo eine Freiheitsbedrohung von Gewalt ausginge, sondern sie kommt anders daher. Die Freiheitsbedrohung in Deutschland, die kommt nicht mit Gewalt und laut daher, sondern sie kommt leise daher. Sie kommt mit allerlei Begründungen daher, mit oftmals auch gut gemeinten Begründungen. Zum Beispiel, wenn es um die Bürgerrechte geht. In Zeiten, wo wir alle Sorge haben wegen Terrorgefahr und wo wir alle natürlich auch alles tun müssen für unsere Bürgerinnen und Bürger und dass sie unversehrt ein glückliches Leben führen können. In solchen Zeiten kommen dann Parteien her und Politiker und sagen, das ist die Zeit, wo man wieder mal günstig Bürgerrechte, die uns sowieso ein wenig immer stören, scheibchenweise reduzieren kann. Freiheit stirbt immer zentimeterweise, hat einmal Karl Hermann Flach formuliert. Und Freiheit stirbt nicht durch Politiker, stirbt nicht dadurch, dass man Bürgerrechte und Freiheitsrechte von Politik wegen einschränken will, sondern dann wird es gefährlich für die Freiheit, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihr eigenes Immunsystem vergessen, dass sie wappnen muss gegen jede Freiheitsbedrohung. Und für mich ist es als das entscheidende Selbstverständnis unserer Partei, dass wir eben sagen, für uns kommt zuerst der Bürger, erst dann der Staat. Andere Parteien vertrauen zuerst dem Staat und vertrauen erst dann dem Bürger. Man kann mit dem Vorwand, man schaffe Sicherheit, jedes Bürgerrecht in Zweifel ziehen. Man kann mit dem Vorwand, die Sicherheit brauche das, jede gesetzliche Verschärfung beschließen. Wir wehren das ab, wo wir können, in der Bundesregierung, im Parlament. Aber meine Damen und Herren, wir brauchen auch die Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen auch selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger, die sich den Satz nicht gefallen lassen. Wer nichts zu verbergen hat, soll sich doch gefälligst nicht beklagen. Nein, wir wollen ein Volk von selbstbewussten Staatsbürgern und nicht von Staatskunden, nicht von Untertanen,